Okay, es sind Skelette. Skelette haben kein Gehirn. Hey Leute, willkommen zurück zum Retro-Fun-Shooter. Unlock the secrets to the altar, mortal. Geheimnisse des Altars. Ja. Nachdem wir ja Ende letzter Folge den dritten Boss dank der Titankräfte eliminiert haben, kriegen wir jetzt direkt ein Hardcore-Rattenproblem. Was geht? Kackviecher! Wie sind die da gerade hochgekommen? Hä? Ist das eine Art Trampolin? Also das Geheimnis des Altars ist, der ist rattenverseucht. So viel haben wir bisher kapiert. Oh fuck. Hey, die haben eine Hitbox aus der Hölle. Echt? Ich glaube, das habe ich jedes Mal erwähnt, wenn ich auf sie getroffen sind. Ihr wisst, was ich glaube, was ich meine. Das ist ja gerade noch weniger Sinn grammatisch, aber hey! Egal! Ja, eine ganze Armee, ne? Jo. Okay. Ja. Wo war ich stehen geblieben, außer bei grammatisch völlig verkehrten Sätzen? Irgendeine Tür ist offen. Scheinbar die hier. Das sind die Tötungsfleischklumpen, nicht die anderen. Okay. Nicht doch, nicht doch. Ja, leg dich hin. Okay, Schrotzmuni ist mehr oder weniger leer. Nehmen wir Sturmgewehr. Was soll's? Was jetzt? Vom Soundtrack her? Oh. Ach so. Okay. Okay, die halten aber doch viel aus. Wieder durch. Also gegen Skelette und Ratten ist und bleibt die Schrot das Mittel Nummer 1. Sturmgewehr ist da absoluter Schrott für. Er kommt. Er kommt. Ja, brav. Brave Leute, Skelette. Oh shit. Ich hänge an der Säule fest, weil ich doof bin. Okay. Ah, hör auf zu leuchten. Okay. Wir hatten schon mal so ein Alter, aber der hier ist doch eine Ecke. Wow. Eine Ecke härter. Eine ganze Ecke. Hier muss man tatsächlich mal lernen zu treffen. Oder Glück zu haben. Okay. Auch wenn Skelette sonst nichts können, aber in Massen sind die echt extrem ätzend. Auch zu blinken da. Ah, diese ganzen Sonnenbrandopfer hier. Einer hinter mir? Nein. Wie viele kommen da? Okay. Das waren wohl erstmal alle. Was haben wir hier? Ah. Bekomme ich auch noch mal so einen Verkaufsautomaten? Ich könnte noch ein paar Kräfte vertragen. Soll ich schon mal aus Minigun-Ding wechseln? Oder was kommt jetzt? Ach, jetzt kommen die Dinger. Okay, die bleiben ja meistens einfach nur stehen. Nein, die Teile kommen. Oh, fuck. Okay. Abwehr und Waffe und Attacke. Hat zu funktionieren. Aber sind die mit dem Ding dann auch One-Hit oder? Nein.
Oder doch? Man weiß es nicht, aber sie brennen zweifarbig, weil sie von sich aus blau leuchten. Fall mir nicht in den Rücken, Junge. Kann ja gar nicht ab. So. Okay. Ah, so geht's. Die Dullis hier von oben mit Fallen schießen. Egal. Die Dudes interessieren mich gerade null. Jetzt haben wir sie im Griff. Jetzt haben wir sie im Griff. So geht's. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Damit geht's auch. Sind sie auch One-Hit? Ich meine, sie fehlen One-Hit-Wonder hier. Hab ich ihn? Na, natürlich nicht. Was jetzt? War das ein Nachzügler? Ah, da oben sind noch ein paar einzelne Dudis. Was kommt? Noch so welche. Ja, aber nur einzelne. Das sind ja nur einzelne Dudes. Ich sehe jetzt gar kein Problem da. Ja, jetzt läuft's doch mit dem Altar hier. Okay, jetzt kommen aber auch Gammelgegner. Da waren die anderen doch schon eine andere Hausnummer. Obwohl, Munition wird langsam eng, ne? Warum hat der denn noch geliebt? Ja, komm. Ja, komm, platz dich weg. Hä? Den habe ich jetzt nicht getroffen? Also hier würde ich jetzt aber auch gechillt die Schrot reichen. So, noch mehr? Oh, what? Oh, ja, hier oben. Warum sagt denn das gerade, dass hier noch einer oben ist? Muss ich da wirklich jetzt nochmal hochrennen, oder was? Yep. Muss ich. Was ist denn jetzt? Vier Gegner könnt ihr noch killen? Nein? Das heißt nein? Ah, okay. Irgendwie ist der Altar ausgegangen. Also das heißt, wir können da jetzt weiter? Oder können wir vorher noch irgendwo Munition herbekommen? Oh, und Rüstung. Habe ich noch einen Gegner gehört? Ja. Aber sind die stärker? Rüstung hatte ich eben 100, jetzt runter auf 88 mit nur einem Treffer. Ah. Oder hat er bei den Critical Hit gelandet? Gibt's sowas hier überhaupt? Und, achso. Okay. Sollen wir den jetzt? Es geht aber wirklich. Hey, wir haben gar keine Schrotmuni. Null. Wenn so ein Berg Ratten ankommt, haben wir ein Problem. Geh auf. Ich will doch einfach. Und ja, sie sind stärker. Steht ja fast keine Rüstung mehr. Das ist seltsam. Entweder passe ich weniger auf als sonst. Also noch weniger als sonst. Oh, Schrotmuni. Oder die Gegner machen wirklich mehr Schaden. Was ein bisschen seltsam wäre. Wette, hier ist... Ja, natürlich ist hier was unter. Wäre doch klar. Hä? Oh! Können wir da? Nein.
Okay. Können wir hier? Ja, okay. Soll ich hier durch? Ah, sieht so aus. Natürlich. Diese Scheißratten. Ohne Schrot triffst du sie einfach nicht. Nein, die Gegner sind nicht stärker. Man hat nur weniger Platz zum Ausweichen. Das ist unser Problem. Ja, das Problem ist, man hat hier einfach weniger Platz. Hä? Kommt der denn eben her? Du nimmst ja zwangsläufig Hits in Kauf, weil du nicht ausweichen kannst. Obwohl die Gegnerplatzierung absolut dreist ist, aber okay. Da müssen wir jetzt mit klarkommen. Ach, da hinten sind noch welche. Sind sie hin? Ja, jetzt auf jeden Fall. Da ist kein Hebel. Schade. Da waren tatsächlich Gegner hinter. Ja, natürlich. Das war Glück, dass ich die noch gesehen habe eben. Warum spawnen da jetzt neue? Und oh, hier ist was. Ach komm, Granaten. Ja, nee. Die brauche ich nun wirklich nicht. Ja, wie kommt man an die Gegner jetzt ran, wenn sie da oben rumschimmeln? Aber wenigstens haben wir auch nicht. Geil. Sind sie hin? Komplett hin? Ja. Okay. 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 Ach, noch mehr Gold. Ja, wir haben jetzt noch einen Verkaufsautomat hätten, den könnten wir damit sogar was anfangen, aber haben wir nicht. Hätte auch gerne mal wieder. Oh, Rüstung und Energie. Mega Premium. Wenn man jetzt auch noch Platz hätte, um mal auszuweichen oder hätte keine unfair platzierten Gegner, die man erst sieht, nachdem sie eingetroffen haben, wäre auch noch geiler. Aber okay. Hier können wir auch durch. Okay. Okay. Was war hier noch? Da sind wir hergekommen. Ist hier ein Schalter? Nee. Ha. Ha? Aber ein Keulenbernd. Immerhin. Aber nur einer. Ein einzelner Keulenbernd nur? Kann mir ja gar nicht vorstellen. Ich dachte mal, ein Keulenbernd kommt selten allein. Wie hier oder was? Oder da hinten durch? Hm. Hier können wir gar nicht durch. Ach so, okay. Ja, dann geht's nur hier lang. Alles da. Kommt die Munition ran? Nein. Hm. Oh! Dass die immer in den Ecken hängen bleiben, ne? Okay, es sind Skelette. Skelette haben kein Gehirn. Ist klar, dass sie gegen der Wand laufen. Ohne Hirn findet man den Weg halt nicht. Oh, oh. Ah. Wollte schon sagen, waren das etwa alle? Also mit Schrot gehen sie gut, aber Sturmgewehr bei der Hitbox auf gar keinen Fall.
Das heißt, die Schrot brauchen wir für die Ratten. Müssen wir unbedingt aufheben. Falls noch mehr von Los Ratos ankommen. So, was geht hier ab? Okay. Okay. Wir haben keine Sniper-Muni. Ja, wow. Geil. Hä? Wer fährt ein Ding hoch? Das ist eine Art Aufzug? Der ist aber merkwürdig weggeflogen. Ist eine Art Aufzug, aber wo müssen wir damit hin? Und wie weit nach oben bzw. unten können wir damit? Sollte ich vielleicht vorher speichern? Ich jump da jetzt einfach rauf, egal. Also wir werden hier erstmal in jede Ecke rein kacheln. Oh, hier ist ein Schalter. Die noch drei. Muss ich in jedes von diesen Dingern rein? Kann ich da nicht am Rand drauf langlaufen? Oder wäre das zu riskant? Ja, ich kenne mich, ne? Da sterbe ich bestimmt wieder. Ich sterbe ja so schon fast. Da jetzt rauf, oder? Waren wir hier schon? Nein. Komisch, bei dem anderen ist ein Gegner gespawnt, hier nicht. Also immer ein Stück nach unten. Wir müssen also als nächstes da drauf. Muss ich im Auge behalten. Oder werden wir da oben zerquetscht? Das ist hier auch dem richtigen. Da ist eine Tür, also woher gekommen, glaube ich, ne? Ah, der hier. Der hier ist es. Ja, der hier ist es. Ach, jetzt spawnt er da oben. Ja, das ist doch hervorragend. Wir müssten wahrscheinlich jetzt auf den, oder? Ja, ich habe gesehen, welcher. Lass uns auf den hier stellen. Der kommt da passend an. Müssen wir am Ende dann da hoch oder müssen wir ganz unten lang? Wieder mal ein Fehler, wir sind tot, ne? Müsste dann jetzt hier rein und hier ist eine Treppe und kein Schalter. Aha. Hätte ich denn nicht leicht nach ganz unten fahren können? Wäre das nicht leichter gewesen? Und wo ist... Ach, hier. Das müsste... Ui, ganz oben sein. Ich renne ja noch mal kurz einmal im Kreis rum. Vielleicht ist hier irgendwas Sinnvolles. Was Brauchbares oder so? Nee. Okay. Nur Rüstung. Scheint... Oh, wow. Wow. Okay, ich gehe wieder hoch. Hier oben ist, glaube ich... Ach, der ist sogar hier oben. Hä, wo denn? Da. Fährt da oben jetzt ganz unter. Ah. Kapiere. Alles klar.
Jetzt also unseren Lava-Aufzug nach ganz oben nehmen. Hat er gerade was gehört? Bin mir nicht sicher. Komm hoch. Ja, komm, komm. Stückchen noch, Stückchen noch, Stückchen noch. Jetzt bleiben wir in der Mitte stehen, ne? Führt da jeder Weg zu einer Tür oder ist da irgendwas zu? Ah, die sind alle dicht. Da. Der Weg ist es. Ja, die einer sind zu, da ist gar nichts. Fährst du doch ein bisschen hoch oder muss ich jumpen? Ah, er fährt hoch. Okay. Ganz netter Level. Oha. Hardcore, viel Munition. Es geht. Okay, Hardcore, viel Munition. Und wo ist die Statue? Da hinten ist eine. Ich spare mir jetzt allerdings mal die Munition. Weiß nicht, was wir hier alles bekommen. Oder was da auf uns zukommt, das sehen wir definitiv aber beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.